Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Total Warhammer 3 mit Malakai. Wir haben jetzt hier, wie ihr sehen könnt, einen Außenposten bei der Bruderschaft des Bären in Krakadrak. Das bringt uns noch mehr Verteidiger. Und wir bauen jetzt hier auch die Verteidigung jetzt hier in Krakadorden aus. Aber leider haben wir nicht das Geld, um andere wichtige Gebäude zu errichten. Damit müssen wir noch irgendwie leben. Wir haben aber beim letzten Mal auch wunderbare Feldtests durchgeführt. Die Kartäschen von Malakai. Wie soll ich das nennen? Die sind der Wahnsinn. Die sind einfach nur der Wahnsinn. Ja, aber jetzt haben wir natürlich auch noch mal ein paar Sachen zu erledigen. Ne? Hier drüben zum Beispiel, die Frostlande. Hier, und wir müssen dann so nach und nach jetzt hier auch mal ein paar Grolle tilgen, denn wir wollen ja schließlich nicht abrutschen. Das wäre nicht in unserem Sinne. Was haben wir eigentlich für Einheiten bekommen? Wir haben nochmal eine Einheit Armbruststützen bekommen und nochmal eine Einheit Slayer. Im Grunde würde ich eigentlich ganz, ganz gerne die normalen Slayer austauschen, aber wir werden hier später gar nicht mehr diese Grolltilger-Slayer drin haben. Nein, wir werden auf die Riesenslayer gehen und die dann kombinieren mit den Todessuchern. Ihr seht übrigens jetzt schon, was diese Todessucher für einen absurden Nahkampfangriffswert haben. 76. Es ist noch nicht ganz zu Ende, was mit denen geht. Ein bisschen was geht da noch. Derweil... Oh, ich kann in diesen Bug reingucken. Guckt mal, ich habe da einen Bug gefunden. Entschuldigung, also ein Grafikbug. Ja, hier machen wir jetzt endlich mal wieder ein bisschen Plus bei der öffentlichen Ordnung. Und wir haben den Düstersee beim letzten Mal bekommen. Da würde ich eigentlich auch noch ganz, ganz gerne in die Verteidigung reinbasteln. Aber ich bezweifle, dass ich jetzt diese Runde wieder Geld schnorren kann. Ja, wobei doch, es könnte glatt gehen. Militärischen Zugang hier mit Karak Azul. Ja, wir werden trotzdem warten müssen. Das ist das Ding. So, wir wollen jetzt sehr, sehr bald, also in dieser Folge eigentlich noch, wollen wir die Schlacht durchführen. Jetzt bin ich ja dummerweise schon marschiert. Das heißt also, wir werden diese Schlacht in der nächsten Turn durchführen müssen. Krieg beitreten gegen Glangritus. Nee, danke. Ich habe gerade eben den Krieg mit einem Skaven beendet. Ich glaube, es könnte sogar derselbe gewesen sein. Und jetzt haben unsere normalen Zwergenkrieger in unseren Siedlungen Schildwall. Ich liebe es. So, derweil würde ich auch ganz, ganz gerne darüber nachdenken, dass unsere Schützen vielleicht schneller werden. Oder wir machen nochmal einen Gildenbonus. Ja, die Hauptkettengebäude können uns ruhig ein bisschen mehr Geld geben. Aber, wie gesagt, bevor wir uns jetzt hier mit dem hier auseinandersetzen, setzen wir uns mal damit auseinander. Unsere Schlacht gegen die Hochelfen. Und ihr seht, da gibt es drei Drachen. Und diese drei Drachen, das sind die eigentlichen Hauptgründe, warum wir hier sind. Der Rest der Hochelfen ist eigentlich gar nicht so krass, ne? Also wir haben da schon ein bisschen Value drin. Ihr seht, Drachenprinzen als Value und vor allem die Schwertmeister könnten ein Problem werden. Der Rest ist eigentlich Standard und ich glaube, dass unsere Slayer damit einigermaßen klarkommen sollen. Vor allem unsere Kardashian-Kanonen, glaube ich. Gucken wir mal. Okay, ja, der Kollege, der hat auf jeden Fall Humor. Ja, der Problem ist allerdings, dass wir jetzt hier eine ungünstige Bodensituation haben. Warte mal, was für eine Reichweite haben wir eigentlich mit der Kartäsche? Dann haben wir eine Reichweite von immer noch 220. Ey, das ist immer noch gewaltig. Das heißt, wir werden die Hochelfen hier wohl ausklassieren, was die Reichweite angeht. Ich habe nämlich deswegen jetzt hier mal vor, eine neue Taktik zu fahren. Neue Artilleriestrategien, wenn ihr so wollt, braucht das Land. Genau. Ihr bleibt jetzt alle erstmal da hinten. Also, wir machen jetzt hier erstmal 1, 2, 3, 4. Und dann werden wir dazwischen immer eine Einheit stellen. Also vor allem eine Nahkampfeinheit. Damit wir den Feind hier de facto dann auch abwehren können. Falls er dann tatsächlich in unsere Nähe kommt. Na gut, er wird in unsere Nähe kommen.
Ne, aber wir müssen ihn ja irgendwie dann auch abwehren können. Warte, jetzt gehen wir mit denen hier nochmal. 1, 2, 3, hier rüber. Dass ich euch hier noch hinstellen kann. Und ihr geht da noch hin. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Ihr seid hier, 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 hier und hier. Also die hier muss ich auch noch irgendwie reinnehmen. Ich glaube, die nehme ich dann hier noch ins Zentrum mit rein. So, und ihr macht nämlich jetzt hier diese Nummer. Dann nehme ich Garagrim hier noch rein. Den ich dann einfach eiskalt hier da... Ah, der könnte zu viel Schaden nehmen. Hier noch mit reinnehme. Dann nehme ich Gotrek hier noch mit rein. Felix hier noch mit rein. Und Malakai stelle ich hier noch hin. Und ihr seid einfach alle auch Teil der Truppe Nummer 1. Die Truppe Nummer 2, die stellen wir ein bisschen weiter dahinter. Ich würde sagen, hierhin. So, dann könnte nämlich theoretisch ja auch noch wirken. Und den Heli-Schrauber, den packen wir noch da ein. So drüber. Und jetzt sollen unsere Kanonen, die ich dann hier mit der 3 schnell auswählen kann, erstmal die Hochelfen anlocken. Und jetzt kann ich ja die volle 220er Reichweite nutzen. Also wir haben jetzt hier sozusagen integrierte Kanonen in unsere Linien. Gucken wir mal gerade eben. Ja, also ab dieser Linie hier muss ich umschalten. Der Feind könnte auch von hinten kommen, wie ich gerade eben sehe, mit der Kavallerie. Diese Linie war es, diese Linie hier. Also wir können vielleicht jeder noch einmal schießen. Und jetzt schalten wir um. Dass sie alle bereit sind für den Schuss. Ich glaube, ich nehme diese Slayer da zurück und packe euch nochmal da vorne hin. Wie gesagt, die hier kommen raus aus der Gruppe. Die müssen da hin. Und jetzt kommt die Kartesche. Alter Falter, die Hochelfen haben überhaupt gar keine Chance. Oh mein Gott, haben die überhaupt gar keine Chance. Wusch. Ja, wir vernichten jetzt hier erstmal quasi ihre grundlegenden Truppen und dann vernichten wir als nächstes... Moment. Ihr geht schon mal da drüben hin und krallt euch jetzt hier diese Drachenprinzen. Wir brauchen hier diese ganzen Truppen hier gar nicht. Ich nehme euch auch mal raus aus der Linie. Ihr seht, na, die hochelfischen Bogenschützen haben auch überhaupt gar keine Chance. Sie haben absolut keine Chance. Die Drachenprinzen hier wollen auch schon nicht mehr. Jetzt rufe ich noch mein Flugschiff hier noch dazu, um den Sieg perfekt zu machen. Möglicherweise sind die Kanonen ein bisschen OP. Jetzt kommen die Drachen übrigens, ne? Die werden wir dann auch versuchen, mit den Kanonen rauszuschießen. So, ihr greift jetzt hier noch mit an. Wie gesagt, du schießt jetzt den nur noch tot. Jetzt muss ich mit den Kanonen die Drachen wegballern. Und der wichtige Drache ist eigentlich nur der große, so wie es aussieht. Der Named-Drache, auf den schießen wir jetzt hier. Kannst du dem ja das hier draufdonnern? Ich versuch's mal. Das Ding macht ja richtig fett Schaden. 1750. Der hat aber auch fast 15.000 Schaden. Oh, Lebenspunkte. Ja, das hat der gespürt. Jetzt ist es die Gelegenheit, ihn auch noch anderweitig aus der Luft zu schießen. Ja, wir müssen den jetzt hier irgendwie töten. Solange er da oben ist, können wir das nicht so richtig. Du kannst hier nochmal wieder dahin gehen. Euch schicken wir nochmal dahin.
Der will jetzt hier mein Luftschiff kaputt machen. Finde ich jetzt natürlich nicht so gut. Wir versuchen jetzt hier mal, ihn da wegzulocken. Oh, 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 ich muss aufpassen. Die werden ja gerade eben übel weggeschossen. Ich hoffe mal, dass wir diese Drachenprinzen und Speerträger jetzt hier mal erledigt bekommen. So, schieß auf den Drachen. Alles, was wir haben, auf diesen miesen Drachen drauf. Ein Phoenix kämpft gerade eben gegen einen Drachen. Das finden wir natürlich jetzt nicht so ideal. Da guck mal, wie der Drache jetzt hier im Grunde schon Reis ausnehmen muss. Habe ich erwähnt, dass wir auf sehr schwer spielen? Wie gesagt, wenn der Drache down ist, haben wir gewonnen. Der hat noch 1400 Leben und kommt jetzt freiwillig zu Godrick und Felix. Ja gut, manch einer will sterben, ne? Und vorbei, wir haben gewonnen. Jetzt kümmern wir uns um den kleinen Drachen hier. Die kriegen wir auch noch mehr oder weniger unfreiwillig down in der Zeit. Ja, wir haben gewonnen. Das war's. Nett, ne? Das war mal wieder pure Dominanz der Kanonen. Ey, ganz im Ernst. Sie haben halt, also ich finde das ein sehr, sehr hochgradig interessantes Experiment und ich hoffe, dass weitere Überarbeitungen halt auch neue Feuermodi bringen, weil die sind halt einfach nur unglaublich gut. Wir verzichten auf die Verlustverstärkungsrate, wir nehmen das Geld. So, jetzt haben wir diese Mission abgeschlossen. Passive glitzernde Schuppenrüstung. Die den Drachenhautmantel haben wir jetzt hier bekommen. Ne? Also der Träger von dem Teil macht um sich herum minus 5 Nahkampfangriff und die Slayer-Einheit, die das hat, also es muss eine Slayer-Einheit sein, die bekommt, wie ihr sehen könnt, nochmal Feuerresistenz. Das Ding gibt es anscheinend dreimal. Und wir haben das legendäre Söldnerregiment, die Bruderschaft des Grimnir, freigeschaltet. Noch mehr Forschungsrate ist auch drin. Boah, wir haben richtig viele Schüler. Und wir haben dieses Abenteuer abgeschlossen. So, jetzt haben wir neue Abenteuer zur Verfügung. Wobei ich tatsächlich auch noch hoffe, dass wir das irgendwann nochmal abschließen können. Das nächste würde jetzt halt bedeuten, dass wir, wie ihr sehen könnt, gegen Davizar kämpfen müssten. Und da würde es auf Gyrokopter ankommen. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wir aus meiner Sicht die Kanonen definitiv nicht verlieren wollen. Also ich möchte die Kanonen momentan wirklich nicht verlieren. Die sind einfach zu gut. Wir können aber auch gegen Grün heute kämpfen. Da wird es total lustig. Da bekommen wir nämlich hier die Goblin-Schnitter. Ich glaube, ihr wollt die Goblin-Schnitter sehen, ne? Ich glaube, ja. Was müssen wir denn dafür machen? Wir müssen, das sehe ich noch gar nicht, erst muss ich es annehmen. Theoretisch können wir auch hier Gyrobomber gegen die Untoten holen. Wir können auch Flammenkanonen gegen Waldelfen holen. Und wir könnten auch, wie ihr sehen könnt, Malakais Abenteuer machen für die Orgelkanonen. Aber wir können ja mal gucken, was das für Boni bringt, ne? Also, Gyrokopter können hier dadurch Vorhutaufstellung bekommen. Sie bekommen mehr Erfahrung, Geschossstärke, 360 Grad Geschossblock von 25%. Dann der Goblin-Schnitter ist ohnehin schon ein total barbarisches Teil, sage ich euch mal. Hat aber auch ein bisschen Geschossabwehr, wie ich sehe. Ihr seht, das kann eine Vorhutaufstellung bekommen. Okay. Schleicher. Okay, das ist man die nicht mehr sieht. Mehr Einheitenerfahrung, Rang bei der Rekrutierung und perfekte Vitalität. Man muss an dieser Stelle dazu sagen, schaut euch mal das Nahkampfprofil an. Es sind immer noch Slayer, die sind immer noch im Nahkampf ein probater Gegner, selbst wenn sie ihre Geschosse verschossen haben. Da sind nämlich nicht nur Zwerge, Leute, das sind 4 solcher Modelle. Und ich glaube, das sind insgesamt 20 Zwerge oder sowas, die da drin sind. Also die kann man dann auch theoretisch noch als Slayer mehr oder weniger im Nahkampf benutzen. Dann haben wir noch den Gyrobomber. Der kann auch, wie ihr sehen könnt, mehr Erfahrung bekommen. Der kommt Feuerbomben.
die dann also eine große feurige Explosion verursachen mit ordentlich Explosionsschaden. 4 Bomben kann er abwerfen. Fähigkeit Himmelshammer Feuerbomben. Das sind auch irgendwie, hat er dann 2 verschiedene Bomben. Rettungszauber für ihn um 10% und die magischen Attacken für den Gyrobomber. Also er macht einen magischen Schaden. Wenn wir die Flammenkanone hier nehmen wollen, gibt es mehr Einheitenerfahrung für die Flammenkanone. Sie kann sich eingraben, ihr seht, dann verschanzt sie sich und bekommt dadurch Geschossresistenz mehr Reichweite und Anschlagwerte. Also mehr Reichweite ist geil, weil das jetzt hier, ne, die haben jetzt momentan eine Reichweite von 200, nochmal 40% mehr. Das ist halt dann eine Reichweite von 280, das ist schon ordentlich. Und dann noch die reduzierte Nachladezeit des Dings, das heißt, das Ding schießt auch nochmal deutlich schneller. Wenn wir die Orgelkanone verbessern wollen, dann müssen, also wie ihr sehen könnt, da geht es tatsächlich gegen Einheiten des Korn. Dann kann das Ding sich auch eingraben. Oh, ermöglicht magische Angriffe für Malakai. Oh, Malakai macht selber einen magischen Angriff, okay. Schaden durch rüstungsdurchdringende Geschosse für Malakai selber reduziert die Nachladezeit von Orgelkanonen. Das heißt, sie schießt nochmal deutlich schneller. Also sie schießt weiter und schneller. Sie bekommt mehr Erfahrung und von Anfang an mehr Rekrutierung, wenn wir neue rekrutieren. Das da sehen wir leider noch nicht. Also ich denke, Leute, wir gehen auf den Goblin-Schnitter. Ich glaube, ihr wollt den Goblin-Schnitter sehen, ne? Ich kenne euch doch. Wir haben diese Mission angenommen. Oder das erste haben wir schon abgeschlossen, wie wir es gerade eben sehen können. Diese Mission ist schon abgeschlossen. Cool. Das heißt also, da bekommen wir also auch schon die Belohnung von 2.500 Gold. Im Grunde bekommen wir das Gold teilweise zurück. Als nächstes müssen wir 5 Gefechte in Gebirgs- oder Ödlandklima kämpfen. Das ist gar kein Problem. Das werden wir hinbekommen. Kämpft gegen den Goblin-Suchtrupp, der irgendwo sich befindet. Und zwar, okay, der ist sehr weit weg. Da müssen wir halt wirklich hingehen. Ne? Da können wir uns nicht hinporten. Dann haben wir noch 4 Gefechte gegen Grünhäute. Dann bekommen die Goblin-Schnitter, ja, die werden dann tendenziell hier. Für 2 Gefechte, die feindliche Monster oder Bestien enthalten, das ist gar kein Problem. Da gibt es perfekte Visualität für die Dinger. Und als letztes noch tötet mit den Goblin-Schnitter 800 Feinde. Das wird sehr schnell gehen, sobald wir sie eingesetzt haben. Das wird schnell gehen. Aber jetzt hat ihr erstmal Malakai ein Level Up und wir stellen uns jetzt hier mal dem Goromatni-Stamm hier radikal entgegen. Level 20 ist freigeschaltet. Jetzt machen wir mal den Tüftler. Dann schießen die Kanonen noch schneller. Und zwar alle Kanonen. Wir holen uns jetzt mit Gotrek noch mehr Trefferpunkte. Dann mit, das machen wir hier für Christen. Es gibt noch mehr Bonus gegen Infanterie, noch mehr Waffenstärke für unseren Felix. Das hat er 30 Bonus gegen Infanterie. Und Garagrim, da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich ihm das hier gebe. Ne, pflichtbewusster Anführer, wir reduzieren nochmal die Kosten für die Slayer. Zack. Ja, jetzt ist, guck mal, diese Armee kostet nur noch 2266. Also das ist eine spottbillige Armee, wenn man mal so darüber nachdenkt. Das ist wirklich spottbillig. Ja, also wir hätten jetzt hier, wie ihr sehen könnt, die Goblin-Schnitter zur Verfügung. Ich bin ehrlich gesagt sogar am Überlegen, dass ich die Goblin-Schnitter reinnehme statt der Slayer-Piraten. Weil die Slayer-Piraten sind A, teurer. Und B, nicht ganz so gut. Komm, wir machen das. Ich will es noch absurder erleben. Badoots. Jetzt haben wir richtig viel Artillerie. Das Krasse ist nämlich, dass diese Dinger halt eine relativ kurze Reichweite haben von 80. Ne? Aber ihr seht, oh Gott, die haben 4.499 mit Malakai. Alter Falter, ey, diese Goblin-Schnitter, ey. Ihr seht, die haben 10 Bonus gegen große Feinde. Also sind eigentlich gegen groß, aber ich sage euch, die werden alles dahin schmelzen. Ihr seht übrigens auch im Nahkampf können unsere Slayer, die hier jetzt dabei sind, die können wirklich was reißen. Also sobald das Ding leer geschossen ist, was sehr, sehr schnell passieren wird, wird da eine Menge Spaß passieren. Wir können auch das hier upgraden. Na, wir nehmen jetzt hier noch mehr Einheitenerfahrung vielleicht mit. Oder?
Größe des Einflussbereichs? Weiß ich nicht. Nee, komm, wir machen jetzt hier, dass wir... ich will aber auch endlich mal diese Jungs hier haben. Es gibt so viel, was man machen könnte. Nee, wir machen erstmal die Einheitenerfahrung. Die können wir gebrauchen. Die rennt uns nicht weg. Hier kann ich immer noch nichts machen. Hier kann ich was machen, aber immer noch nicht das, was ich will, weil mir immer noch die Kohle fehlt. Ja, dann warten wir wieder auf die nächste Runde, bis wir Eichen haben, hier verbessern können. Noch möchte uns ja Schloss Drakenhof nicht hier vertreiben. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Natürlich. Der Wahnsinnige, ey. Okay, der will also unbedingt sterben. Ah, wir haben einen neuen Kommandeur jetzt hier. Theoretisch wieder, der schon Level 10 ist. Jetzt soll ich gegen Grün heute 3 Schlachten gewinnen. Wir haben Bergwerke bekommen, Eisen und Gold, Schmied sowie Steinbrüche. Das ist für Brother Roland ziemlich gut, weil dort drüben gibt es nämlich Eisen. So. Wir werden nun unsere tolle neue Bewaffnung testen. Ja, noch in dieser Folge. Ich bin selber sehr gespannt. 1616! Ey, ihr lohnt euch. Ihr habt keine Ahnung, mit was ihr euch angelegt habt. Leute, ihr werdet mit den Ohren schlagern, wenn ihr es noch nicht kennt. Da sind wir drin und es ist eigentlich sogar eine richtig geile Position für eine solche Schlacht. Ja, wir werden unsere Kanonen jetzt hier oben mal aufstellen. Ah ne, Quatsch, ich habe eine bessere Idee. Die Kanonen müssen eigentlich hier stehen. Die passen sogar perfekt hier rein. Fast so, als ob es jemand gewollt hätte. Dahinter werden wir dann unsere Goblin-Schnitter stellen. Ihr seht, die nehmen auch relativ viel Platz weg. Kann man allerdings noch ein bisschen mehr darüber stellen. Ne, die decken dann hier diese Zone super ab. Wenn also jemand dumm genug ist, es wird jemand dumm genug sein, in ihre Richtung zu kommen, dann wird es sehr viel Tod geben, egal wie groß oder wie klein es ist. Und dann würde ich aber mal nochmal sagen, haben wir nochmal hier unsere ganz reguläre Truppe, die wir jetzt hier für die Verteidigung, falls es dann doch noch hart auf hart kommt, hier hinstellen. Die können wir dann vorjodeln lassen. Wir haben nochmal ein paar Musketenschützen, die ich noch hier hinstelle, als ob die einen Job zu erledigen hätten. Euch stellen wir auch noch dahin. Malakai stellen wir ganz keck hier vorne hin. Gotrek und Felix stellen wir hier hin. Und Garagrim stellen wir dann noch hier hin. Und jetzt sage ich einfach mal Weidmanns Heil. Ich lasse jetzt absichtlich mal die Karteschen noch nicht feuern, Leute. Weil, ihr wollt ja den Goblin-Schnitter erleben, ne? Unfall. Ganz im Ernst, das Ding hat eine Man-Stopping-Power von jenseits von Gut und Böse. Warum nicht 5 Kanonenkugeln auf einen Häuptling schießen? Sag, guck mal, der wird jetzt den Fehler machen und geht da rein. Ich werde absichtlich Slow Motion machen, weil ansonsten sind wir nicht dazu in der Lage, das zu beobachten. Jetzt legt der Goblin-Schnitter los. Zack, 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 zack. Seht ihr, wie schnell das geht? Das ist der Goblin-Schnitter. Der hat ihm gerade eben so viel Leben rausgeknüppelt. Wir schießen mal ganz kurz nicht. Ich lasse mal nur den Goblin-Schnitter arbeiten. Normale Geschwindigkeit. Ihr seht, was da passiert, ne? Und jetzt noch die Karteschen dazu. Es ist einfach zu gut, ey Leute. Ich sag's euch, es ist einfach zu gut. Ihr seht, die Goblin-Schnitter, die machen schon was.
Lassen wir sie einfach mal ein bisschen arbeiten. Der in der Mitte hat hier gerade eben relativ wenig zu tun, weil einfach keiner in seine Richtung freiwillig kommt. Oh, dann rufen wir noch unser kleines Luftschiff, weil hier will ja unbedingt jemand da hinten Stress schieben. Guck mal, das Ding ist jetzt hier schon leer geschossen. Jetzt können wir sie theoretisch natürlich noch im Nahkampf einsetzen. Ja, die tun gut daran, dass sie einfach nach Hause gehen. Ich glaube, die Zwerge schaffen das. Wo seid ihr eigentlich gerade eben hin, ihr beiden? Ihr verfolgt hier gerade eben noch was. Ich drehe mal den Goblin-Schnitter in diese Richtung und den da auch. Ihr geht mal so ein bisschen weg. Ne? Wir wollen den Goblin-Schnitter noch mal ein bisschen Bühne geben. Na, viele Geschosse haben die nicht mehr, muss man an dieser Stelle jetzt hier einfach mal festhalten. Aber es könnte reichen, um nochmal zu zeigen, am Ende, zu was die in der Lage sind. Jetzt guck ich mal, ob die noch dumm genug sind, nahe genug ranzulaufen. Ja, wir müssen ein bisschen näher. Und jetzt schießen sie. Wusch, 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 wusch. Guck mal, das war eine Munitionssalve. Eine. Eine. Leute. Ich habe Kommandanten durch eine einzige Goblin-Schnitter innerhalb von 5 Sekunden sterben sehen. Zu Fuß kamen die nicht an ihn ran. Ein bisschen krass, ne? Das große Problem ist bloß, dass wir die Kills jetzt halt hier nicht bekommen, solange wir die Kanonen einsetzen. Das ist so eine Sache, über die wir noch nachdenken müssen, wie wir damit umgehen. So, wir haben den Heldentöter bekommen. Angriffsexperte für Malakai. Und wir gehen wieder zurück. Tatsächlich habe ich fast verpasst, dass Garagrim beinahe gestorben ist. Das wäre ärgerlich gewesen. Okay. Von Grimnir geehrt, verbessert jetzt hier nochmal den Nahkampfangriff, Waffenstärke und physische Resistenz für unsere Slayer. Und die profitieren jetzt alle schon davon. 82 Nahkampfangriff hier, 61 da. Wie gesagt, hier ist eine physische Resistenz hier zum Beispiel von 10% noch zusätzlich. Und der Waffenschaden ist halt jetzt schon richtig, richtig enorm. Ne? Das ist unglaublich fett. So, jetzt gucken wir mal. Orkschlechter brauchen wir noch nicht. Ich denke, dass ich jetzt bei Gotrek erstmal die tödliche Klinge mache. Felix, da machen wir nun bis zum bitteren Ende. Er bekommt einen inbrünstigen Bluteid. Er regeneriert jetzt also quasi die Lebenspunkte von Verbündeten um ihn herum. Für ihn wäre es ganz sinnvoll, ja, dicke Haut. Ich weiß nicht, was ihn wirklich so runtergeknüppelt hat. Aber wir erhöhen nochmal die Waffenstärke jetzt hier für die Slayer, die uns jetzt hier noch begleiten. 83, 75. Nicht vergessen, wir können diese Slayer später noch gegen Riesenslayer austauschen. Das ist die bessere Variante der normalen Slayer. Das ist also auch noch möglich. Unser Luftschiff kann noch verbessert werden. Die Frage ist, ob ich das möchte oder ob ich lieber was anderes machen möchte. Denn ihr seht, na, wir können jetzt hier auch noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Das wäre durchaus im Bereich des Angenehmen. Aber ich mache jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen mehr Wachstum da rein, weil der Laden das dringend braucht. Hier kann ich theoretisch die Verteidigung reinmachen.
Und Brother Ronan hat einen Level-Up und er wird jetzt... Ich muss gerade mal gucken. Unsere Fraktionsmechanik haben wir... Beginn die Kampagne, ne? Unterhalt für alle Artillerieeinheiten, Kriegsmaschinen, nee, also er hat eher Boni für Kriegsmaschinen, eigentlich weniger so sehr für Slayer. Das heißt also, dass wir eher auch bei ihm irgendwann mal auf Kriegsmaschinen gehen sollten. Aber dieser Runenschmied macht es erstmal mit dem Axtfürst, um die grundlegenden Einheiten, die er hat, die er auch behalten wird, weiter zu verbessern. Ja, ja, du Demon Slayer. Wir sind jetzt, oh Gott, hier beim Reparieren schon wieder von Ziotrak. Und als nächstes müssen wir jetzt halt echt die Frostlande uns jetzt hier unter den Nagel reißen, ey. Wir werden jetzt den Goromatni-Stamm auslöschen. Aber das Coole ist, wir haben schon wieder 10%. Wir sind also auf einem ganz, ganz guten Weg, Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal geht's weiter. Es sei denn, sie... Oh, komm, das machen wir auch noch mit, ne? Also, tschüss und ade.